Autohaus Dokic in Germaringen vereint das Beste aus zwei Marken, Hyundai und Nissan, direkt an der B12. Es freut sich auf Sie, Familie Dokic mit Team. Einen guten Abend am Freitag und willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten am Ende dieser Woche. Ja, eine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt schützen zu lassen, hilft nicht immer. Das hat der Freistaat Bayern jetzt lernen müssen. Über die Entscheidung des Münchner Oberlandesgerichts erzählen wir Ihnen später mehr in dieser Sendung, in der wir Ihnen heute auch das hier zeigen. Nachhaltiger wohnen, so baut man ein Gebäude klimaneutral. Weniger Arbeit, gleiches Gehalt. Kemptner Firma startet New Work Projekt. Und gereimte Herzenswünsche, eine neue Folge Wortrückblick. Schneeregen und Regen, das Wetter bleibt auch am Wochenende ungemütlich. Klimaneutrale Firmen, klimaneutrale Hotels, klimaneutrales Allgäu. Kein CO2 auszustoßen oder nicht vermeidbare Emissionen zu kompensieren, wird immer wichtiger. Auch und gerade beim Wohnen spielt der Klimaschutz eine immer wichtigere Rolle. Ein Architekturbüro in Kempten baut ausschließlich klimaneutrale Gebäude. Letizia Weile hat dort erfahren, was beim klimaneutralen Bauen alles beachtet werden muss. Circa 35% des Energieverbrauchs in Deutschland wird durch den Betrieb von Gebäuden verursacht. Hier bei Elobau in Leutkirch sieht das aber anders aus. Von den 500.000 Kilowatt pro Stunde, die die PV-Anlage jährlich produziert, verbraucht der Betrieb 60%. Der Rest wird in das Stromnetz eingespeist. Das ist einer der Gründe, warum das Gebäude klimaneutral ist. Das bedeutet, dass das Gebäude den CO2-Ausstoß soweit es geht einspart und das unvermeidbare CO2 kompensiert. Bereits beim Bauen muss dazu auf einiges geachtet werden. Indem man regional die Hersteller auswählt, die Firmen auswählt, dass man versucht, die Transportwege zu reduzieren, was auch wieder die regionale Wirtschaft fördert. Also diese regionalen Wirtschaftskreisläufe sind da ganz wichtig, auch um CO2 zu sparen. Und man versucht natürlich auch Materialien auszuwählen, die an sich schon wenig CO2 verursachen, also wenig Stahl, wenig Beton. Zu den bevorzugten Baumaterialien gehört Holz. Das hat als Baum bereits CO2 gespeichert und kann als Baumaterial leicht recycelt werden. Aktuell gibt es auf dem Markt allerdings noch wenig recyceltes Baumaterial. Beim klimaneutralen Bauen ist Recycling aber die beste Option und das nicht nur bei einzelnen Bauteilen wie Fenster oder Stahltreppen. Also ein Gebäude, was lange steht, umzunutzen, ist das Nachhaltigste, was ich machen kann. Also ich sage mal, gar nicht bauen ist die nachhaltigste Bauweise. Das heißt, einen Bestand umzubauen und weiter zu nutzen, ist schon mal ein Riesenthema für die Nachhaltigkeit. Wenn es dann aber doch einen Neubau braucht, müssen die Emissionen, die beim Bau entstanden sind, entsprechend kompensiert werden. Hier in Leutkirch passiert das durch die überschüssige Energie, denn die wird dann in das Stromnetz eingespeist. Dass vom erzeugten Strom noch 40% übrig bleiben, liegt auch an der Bauweise. Damit die Wärme im Gebäude nicht verloren geht, sind die Wände mit Holzfasern gedämmt. Zudem sorgen die vielen Fenster am Dach für genügend Tageslicht. Dabei geht es aber nicht nur um das Stromsparen, sondern auch um die Arbeitsatmosphäre, denn das Gebäude soll auch nachhaltig sein. Die Nachhaltigkeit betrachtet auch noch soziale Aspekte, das heißt, wie fühlt sich der Mensch im Gebäude, ist es gesundes Bauen, da geht es in Richtung Baubiologie, in Richtung Identifikation, in Richtung Gemeinschaft und soziologische, städtebauliche Aspekte auch, dass das von der Baukultur her nachhaltig ist. Also ein hässliches Gebäude ist niemals so nachhaltig wie ein schönes Gebäude. Gerade wichtig für uns Architekten natürlich, weil es dadurch einfach länger Bestand hat, eine höhere Akzeptanz hat. Nachhaltig und klimaneutral bauen kann aber teurer werden als Bauen auf konventionelle Art. Die Baukosten relativieren sich aber durch die gewonnene Energie. Besonders jetzt in der Energiekrise ist eine eigene Energiequelle viel wert. Für die Leutkircher Firma war das aber nicht der einzige Grund, nachhaltig zu bauen.
Also wir nehmen die Kosten gerne in Kauf, weil wir einfach eine langfristige Perspektive in unserem Nachhaltigkeitsverständnis haben. Wir begreifen uns als kleinsten Teil im Kontext von der Ökologie, von dem Sozialen und von dem Ökonomischen. Das heißt, die Firma ist sozusagen das schwächste Glied, weil sie nur sich gut entwickeln kann, wenn wir aus dem Sozialen gute Ressourcen, also gesunde Menschen bekommen und wenn wir aus der Umwelt auch die guten Ressourcen erhalten. In Zukunft wird klimaneutrales Bauen auch immer wichtiger werden. Die Bundesregierung jedenfalls will den Gebäudebestand in Deutschland bis 2045 nahezu klimaneutral gestalten. Ist der Trickbetrug mit falschen Polizeibeamten am Ende? Immer mehr Menschen im Allgäu durchschauen die Täter offenbar. Mehr dazu und weitere Kurzmeldungen und natürlich der Blick aufs Wochenendwetter jetzt im Nachrichtenüberblick. Auf den Punkt gebracht. Joker TV. Sehen Sie die besten Eishockey-Momente vom Spielwochenende des ESV Kaufbeuren mit den Highlights der Heimspiele. Der Blick über die Bande zu Trainern, Spielern und Zuschauern. Joker TV. Das ESVK-Magazin auf Allgäu TV. Immer montags um 19.30 Uhr im Kabel. Weitere Sendetermine und Infos unter allgäu.tv. Präsentiert von Höbel, Ihr kompetenter Partner für Bau, Umwelt und Immobilien. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zum guten Sehen. Wir stehen für umfassende, kompetente Sehberatung auf dem aktuellen Stand von Forschung und Technik. Ausblick auf mehr Durchblick. Ihr Heinz-Sehzentrum Westallgäu in Lindenberg. Schau mal, da sitzen sie drin, in einer Stuben. Dabei ist so schön auf unsere Berg. Glaubst, wissen die, dass Tirol so nah sein kann? Bum, zack, auf die Pisten! Skijuwel Alpbachtal Wildschönau. Tirol ganz nah. Irre! Das ist, was die Leute sagen, wenn sie das erste Mal bei Metallmichl sind. Ja, was sagst du? Komm du in rostiger Garten auf Betzigau. Schau Sichtschutzwände und allerlei Rostiges an. Wir freuen uns auf dich. Bis bald, über Metallmichl. Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming@allgäu-tv.de. Das wohl beste Eis des Allgäus. Nach eigenen Familienrezepten. Produziert aus frischer Allgäuer Bio-Heumilch. Denn Qualität schmeckt man. Eisspezialitäten, die auf der Zunge zergehen. Von der Allgäuer Eismanufaktur in Isny. Willkommen zurück zu Kompakt. Immer öfter bekommen wir mittlerweile solche Meldungen. 78-Jähriger fällt nicht auf falschen Polizeibeamten rein. Die intensive Aufklärungsarbeit der Polizei trägt also Früchte. In dem aktuellen Fall in Lindau konnten mit Hilfe des Seniors die Betrüger sogar gefasst werden. Bleiben Sie trotzdem weiter vorsichtig. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, im Zweifel immer die verdächtige Nummer aufzuschreiben und den Notruf zu wählen. Ja, mit weniger guten Nachrichten aus Mindelheim geht es jetzt weiter. Schwerer Verkehrsunfall in Mindelheim. In Mindelheim ist es gestern Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen. Ein Autofahrer hatte an einer Kreuzung die Vorfahrt missachtet und war mit einem Kleintransporter und einem Kleinbus zusammengestoßen. Die hochschwangere Beifahrerin des Unfallverursachers wurde im Auto eingeklemmt. Weitere Personen wurden verletzt. Mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte waren vor Ort. Die Feuerwehr konnte die schwangere Frau aus dem verunglückten Auto befreien. Sie wurde umgehend behandelt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro. Streit um Kosten der Renaturierung. Wer trägt die Kosten für die Renaturierung des zerstörten Rappenalbbaches bei Oberstdorf? Diese und weitere Fragen soll das Verwaltungsgericht Augsburg jetzt klären. Das Landratsamt sieht weiterhin die Alpgenossenschaft für zuständig. Der unterstellt wird, tiefgreifende Baumaßnahmen im geschützten Rappenalbtal ohne Genehmigung umgesetzt zu haben. Die Alpgenossenschaft wiederum sieht die Schuld beim Landratsamt. Eine Entscheidung des Gerichts wird erst nach der mündlichen Verhandlung erwartet. Ein konkreter Termin dafür sei aber noch nicht absehbar.
In einer Pressekonferenz vor wenigen Wochen hatte der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber angekündigt, dass mit der Renaturierung des Wildbachs nach der Schneeschmelze begonnen werden soll. Und die mutmaßlich illegalen Bauarbeiten haben wohl größeren Schaden angerichtet, als man bisher vermutet hatte. Das gehe aus einem 8-seitigen Schreiben des bayerischen Umweltministers Thorsten Glauber hervor, das dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Aktuell sei davon auszugehen, dass durch die massiven Eingriffe die Lebensräume vieler verschiedener Amphibien und Insekten komplett zerstört wurden. Außerdem geht man aktuell davon aus, dass bei den Arbeiten Alpensalamander getötet wurden. Laut Glauber soll für die geplante Renaturierung des Wildbachs nun ein Konzept erstellt werden. Die umfassende Wiederherstellung des Rappenalpbachs wäre voraussichtlich mehrere Jahre dauern. Ja, und jetzt von einem anstehenden Prozess zu einem bereits verlorenen. Bayern verliert Prozess um Namensrechte. Der Freistaat Bayern hat einen langjährigen Prozess um die Marke Neuschwanstein verloren. Das hat das Oberlandesgericht München gestern entschieden. In einem Berufungsverfahren wurde die Klage gegen einen Hotelbetreiber abgewiesen. Der Freistaat wollte einem Hotel verbieten, weiter den Namen Neuschwanstein zu führen. Den Begriff Neuschwanstein hatte sich das Land Bayern nämlich schützen lassen. Die Richter am Oberlandesgericht gingen aber nicht davon aus, dass das Wort Neuschwanstein im Hotelnamen die Rechte des Freistaates verletzt. Auch eine Verwechslungsgefahr oder Irreführung der Hotelgäste sehen die Richter nicht. In der ersten Instanz hatte das Hotel noch verloren. Der Name Neuschwanstein war auch in der Vergangenheit schon öfter Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen. Die Lawinengefahr in den Allgäuer Alpen steigt am Wochenende weiter. Es wird davon abgeraten, sich abseits der Pisten zu bewegen. Derzeit herrscht gebietsweise bereits Warnstufe 4 von 5. Lawinen können bereits ohne zusätzliche Belastung von selbst abgehen oder durch einzelne Wintersportler ausgelöst werden. Davor warnt die Bergwacht. Erst am vergangenen Dienstag waren Skitourengeher auf der Zugspitze von einer Lawine verschüttet worden. Bleiben Sie also lieber auf der sicheren Seite. So, und jetzt mehr zum Wetter der kommenden Tage. Heute Nacht gibt's Schnee und Schneeregen im gesamten Allgäu. Örtlich kann es glatt sein, auch kann es vereinzelt noch sehr windig werden. Die Temperaturen liegen bei Werten um die 3 Grad. Vormittags bleibt es dicht bewölkt, Schnee und Schneeregen halten weiter an. Die Werte steigen leicht auf höchstens 4 Grad. Am Nachmittag lassen Regen und Schnee langsam etwas nach, es kann rutschig sein auf den Straßen. In den Bergen gibt es kräftig Neuschnee. In allen Skigebieten kommt es zu anhaltenden Schneefällen. Mit bis zu einem Meter gibt es derzeit den meisten Schnee auf dem Nebelhorn. Die Temperaturen in den Bergen liegen zwischen minus 3 Grad in Bolsterlang und auf dem Nebelhorn und minus 1 Grad in Jungholz und auf dem Fellhorn. Das Wetter in den kommenden Tagen. Auch am Sonntag und am Montag bleibt es wolkig und es schneit weiter. Hin und wieder zeigt sich aber auch die Sonne. Am Dienstag zieht der Himmel komplett auf und es wird richtig sonnig. 34 statt 40 Stunden pro Woche arbeiten und das bei gleicher Bezahlung. New Work heißt das und ist aktuell voll im Trend. Immer mehr Firmen reduzieren ihre Arbeitszeiten, sorgen für mehr Homeoffice-Möglichkeiten und allgemein für bessere Arbeitsbedingungen. Auch eine Kemptner Firma testet das neue Konzept. Wir haben nachgefragt, wie das neue Arbeiten funktioniert und angenommen wird. Eine Hängematte mitten im Büro, das soll für eine bessere Arbeitsatmosphäre sorgen. Hier bei einer Werbeagentur in Kempten werden die Arbeitsbedingungen aktuell neu überdacht. Dabei geht es nicht nur um das Arbeitsumfeld im Büro, sondern auch um die Arbeitszeiten. Anstatt der bisherigen 40 Stunden an 5 Tagen wird hier nur noch 34 Stunden an 4 Tagen gearbeitet. Die Bezahlung bleibt aber gleich. Kann sich das überhaupt wirtschaftlich rechnen? Da kriegt doch jemand mehr Geld für weniger Leistung. Wenn man sich mit Mitarbeitern dazu austauscht und deren Ideen und den Ansporn fühlt, dann fängt man an, anders zu denken. Und man merkt, dass die Leute viel motivierter sind in diesen 3 Wochen jetzt schon, davor schon in der Vorbereitung. Die sprudeln quasi von Ideen und wollen dieses Projekt umsetzen. Immerhin haben die Mitarbeitenden so auch 3 Tage Wochenende.
Den zusätzlichen Tag nutzt jeder auf seine Art. Also in erster Linie halt irgendwie Freundin, Sohnemann, Familie, soziales Umfeld. Also ich schlafe eigentlich viel. Ausschlafen, erholen und Freizeit genießen. Viel Familienzeit, Freunde, man kann den Hobbys mehr nachgehen. Kleinscheiß, der halt sonst liegen bleibt und den man halt sonst nicht erledigt kriegt oder so. Man kann eben auch gerade so private Termine, wenn man mal zum Zahnarzt muss oder so, kann man jetzt einfach leicht auf den Freitag setzen. Das Projekt läuft seit Beginn dieses Jahres. Das Feedback bisher ist positiv. Auch die Kunden zeigen Verständnis für eine kürzere Arbeitswoche. Zudem wurde das Projekt mit den Mitarbeitenden erarbeitet und hat somit auch die Zusammenarbeit gestärkt. Eine Herausforderung bietet das neue Konzept allerdings. Jetzt muss die Arbeit, die früher an 5 Tagen erledigt wurde, in 4 Tagen fertig sein. Ja, man muss auf jeden Fall schauen, dass man sich jetzt die Arbeit besser einteilt. Es gibt stressige und weniger stressige Phasen, aber man merkt halt, dass der Freitag jetzt wegfällt. Zwar ist es positiver Stress, weil man mehr erreichen möchte, als dass man jetzt denkt, so shit, jetzt habe ich eine Deadline. Aber am Anfang ist es sicher Gewohnheitssache. Man muss halt seinen Fokus so ein bisschen verlagern. Also man merkt schon, dass jetzt von Montag bis Donnerstag ein bisschen mehr Arbeitsaufkommen ist oder dass du halt weniger Zeit für so Pausengespräche hast oder diese typischen Füllzeiten. Diese Herausforderung nehmen die Mitarbeitenden aber freiwillig in Kauf. Denn die Teilnahme am Projekt war nicht verpflichtend. Zu New Work gehört aber auch noch mehr, wie mobiles Arbeiten oder auch Homeoffice. Experten befürchten dadurch allerdings eine fehlende Trennung von Arbeit und Privatem, die dann wieder zu Stress führen kann. Bei Werbewind hat sich Homeoffice während Corona allerdings als sinnvoll erwiesen. Mit 2 Tagen in der Woche kann jeder Mitarbeiter von uns wählen, wann er zu Hause arbeitet. Die einen machen es mal mehr, die anderen mal weniger. Wir haben auch dort super Erkenntnisse gesammelt. Diese Flexibilität will der Mitarbeiter. New Work heißt da auszuprobieren für uns und es einfach mal zu versuchen. Wir wissen nicht, was funktioniert am Ende, wie es funktioniert. Deshalb gibt es während des 6-monatigen Projekts alle 4 Wochen Feedback-Sitzungen, um das neue Konzept noch weiter zu verbessern. Wenn die 4-Tage-Woche dann für alle funktioniert, soll sie ab Juli zum Standard der Firma werden. Ja, und wenn das funktioniert, werden sich bestimmt einige Nachahmer finden. So wie beim Poetry Slam. Der hat vor Jahren ganz klein angefangen mit wenigen Poeten. Und auch da gibt es immer mehr Nachahmer. Und eine ganz junge Slammerin, die stellen wir Ihnen gleich vor. Bleiben Sie dran. Wir suchen Verstärkung. Wir suchen Sie. Werden Sie Teil unseres Mediaberaterteams im Rundfunkhaus in Kempten. Wir planen und helfen bei der Umsetzung von TV-, Radio- und Internetwerbekampagnen für unsere Bestandskunden und überzeugen neue Kunden von unseren Leistungen. Dabei treffen Sie Kunden vor Ort, nehmen im Homeoffice an Telemeetings teil und arbeiten in unseren Büros in Kempten. Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz sowie eine interessante, leistungsgerechte Vergütung. Neugierig gemacht? Dann bewerben Sie sich jetzt im Rundfunkhaus in Kempten. Bestes Frühstück im Bett. Bestes Büro im Bett. Am besten streiten im Bett. Am besten versöhnen im Bett. Bestes Versteck im Bett. Bestes Bett? Lima Betten. Ihr Bettenhaus im Allgäu. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now. Auto Heinz und Max. Kompetenz für die Technik von morgen. Wir sind Ihr Partner für Wartung, Service oder Reparatur Ihres Volvo. Und das seit mehr als 43 Jahren. Besuchen Sie auch unsere Fahrzeugausstellung. Auto Heinz und Marx. Ihr Volvo-Service-Partner in Kempten. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Eishockey-Fans, aufgepasst! Es ist wieder Heimspielzeit bei den Jokern in Kaufbeuren. Am 5. Februar trifft der ESVK auf die Bayreuth Tigers.
Wulli ist um 17 Uhr in der Energie-Schwaben-Arena in Kaufbeuren. Tickets gibt's an allen bekannten Verkaufsstellen. 2016 entstand unter dem Motto Miteinander und Füreinander der Verein Herzenswünsche Allgäu. Der möchte Träume von Kindern mit schweren Erkrankungen in Erfüllung gehen lassen und für etwas Licht im manchmal tristen Alltag der kranken Kinder sorgen. Von diesen Sonnenstrahlen im Klinikalltag handelt auch der Text von Lisa Horn, der Poetry Slammerin der aktuellen Folge Wortrückblick. Ich bin scheinbar schon zu alt, um zu sehen, dass es eine Elfe ist, die die Sterne auf den Alpsee malt. Für mich ist er nur gefroren. Sie ist erst 8, sie lacht, als gäbe es nur diesen einen Moment. Unbeschwertheit ist wohl ihre Lebensweisheit. Eines Tages war ihr Leben anders. Man drückte auf Halt, Stopp, Vorsicht, dämpfte das Licht. Sie war im Allgäu auf der Kinderstation im Klinikum Kempten, auf der Kinder nach Wünschen streben, an diesen Festhalten, auf Erfüllung warten, diese schließlich bekommen, Herzenswünsche Allgäu. Helligkeit kam, Hoffnung war teils schon lahmgelegt, doch jeglich schlecht wurde weggefegt. Helfer der Herzenswünsche Allgäu beugten sich hinab zu Mathilda. Man sah, sie erfüllen jeden Wunsch. Sie zaubern ein Lächeln in die Gesichter der Kinder. Sie sind wie Erfinder der Kreativität. Sie wollen Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Sie schenken das Glück der Zeit. Mathildas Leben war einst eben, bis soeben eine Krankheit kam. Von den Kindern wie Mathilda in deinem Text kann man sich ja echt einiges abgucken. Du schreibst ja zum Beispiel, sie ist erst 8, sie lacht, als gäbe es nur diesen einen Moment. Das ist ja eigentlich das, was diese ganzen Motivationskalender und Instagram-Lifestyle-Blogger uns beibringen wollen, dieses Lebe im Moment, nutze den Tag, oder? Ja, das dachte ich mir auch. Und als ich so durch diese Seite gescrollt habe, da standen auch immer diese Wünsche und mir ist aufgefallen, dass die eigentlich sehr bescheidene Wünsche haben oder halt so klassische Kinderwünsche. Und ich glaube, Erwachsene oder auch so junge Erwachsene vergessen oft, worauf es halt wirklich ankommt und die leben einfach in den Tag hinein und für den Moment. Kinder sind so unbeschwert, so sollt kein Wunsch verwehrt, unverwehrt sollt er zu den Kindern gelangen. So hat jenes Bangen ein Ende und man sendet Hoffnung. Mathilda erzählte mir, dass Herzenswünsche Allgäu, geprägt von ideellem Wert, es ehrt, Wünsche zu erfüllen, die Schwermut dem Klinikalltag nimmt, mit den Kindern in das Land des Allenmöglichen schwimmt. Glücksmomente sind die Sterne, die Kinder mit voller Erwartung betrachten, Erinnerungen schaffen, Unmögliches wahrmachen. Menschlichkeit lehrte mich Mathilda. Ich sah dahinter Herzenswünsche Allgäu. Gemeinschaftsgeist schafft es, dass der Verein zusammen Träume bereist, Wünsche der kranken Kinder anpreist, damit jeder vom Glück profitiert, nicht nur nach eigenem Konsum, Reichtum und Gesundheit stiert. Im letzten Drittel von deinem Text schreibst du, damit jeder vom Glück profitiert, nicht nur nach eigenem Konsum, Reichtum und Gesundheit stiert. Kritisierst du da den Egoismus und appellierst so ein bisschen an die Nächstenliebe? Ja, das wollte ich damit eigentlich ausdrücken. Also wie ich auch gerade eben schon erwähnt habe, dass diese Erwachsenen oft einfach vergessen, worauf es wirklich ankommt und einfach immer schneller, höher, weiter wollen. Und die Kinder, die sind noch so unverdorben, so naiv und die wollen halt einfach so glücklich sein. Das ist so ihre Wahrhaftigkeit und ich finde, dass man das schon auch kritisieren darf, dass man das so mit dem Alter, glaube ich, so ein bisschen verliert. Ja, vor allem, weil die Kinder im Klinikum, die haben ja oft einen schrecklichen Schicksalsschlag oder so durchgemacht, eine Krankheit, die sie irgendwie das Leben lang begleitet. Und es soll es ja eigentlich nicht so sein, dass es sowas braucht, um erstmal das Wesentliche im Leben zu verstehen. Ja. Herzenswünsche Allgäu, du ermöglichst allen Kindern der Kinderstation im Klinikum Kempten einen Wunsch, sodass für sie der Himmel riecht nach Punsch, dass der Glanz der Augen auch an lauen Tagen nicht erlischt, jener Wunsch so manche Träne wegwischt. Danke, Herzenswünsche Allgäu-Team, ich bewundere euch sehr. Eine Hommage an einen tollen Verein. Der Wortrückblick läuft heute um 19.30 Uhr bei uns im Kabelprogramm und kann natürlich auch in unserer Mediathek abgerufen werden.
Das waren die Allgäu TV Nachrichten für heute und für diese Woche. Am Montag melden wir uns wieder dann mit einem Bericht vom Neujahrsempfang der Kemptner Grünen. Jetzt schauen wir noch in den Bayerischen Landtag. Die Kollegen von Plenum TV haben die neueste Sitzung besucht. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal einen guten Abend, eine gute Nacht und ein schönes Wochenende. Bis dann. Autohaus Dokic in Germeringen vereint das Beste aus zwei Marken, Hyundai und Nissan, direkt an der B12. Es freut sich auf Sie, Familie Dokic mit Team. Willkommen zu Plenum TV aus dem Bayerischen Landtag. Bezahlbarer Wohnraum und wie dieses Ziel in Bayern zu erreichen ist, war Thema der Aktuellen Stunde. Sozialer Wohnungsbau, einheimische Modelle, Eigenheimförderung, das alles geht in die richtige Richtung. Aber reicht das auch? Und welche Bremswirkung hat die Bürokratie? Die Bilanz von CSU und Freien Wählern beim Wohnungsbau ist übersichtlich, wenn man es freundlich formuliert. Da ging jetzt diese Legislatur nicht sehr viel. Im Gegenteil, die 33.000 Bayernheim-Wohnungen, die der Freistaat selber mal besessen hat, hat er verkauft. Und für uns Grüne ist wichtig, dass in Bayern sich alle eine ordentliche Wohnung und ein ordentliches Haus, wenn sie gescheit verdienen, dann auch leisten können. Es könnte alles, so ist die Meinung, auch schneller gehen. So geht es mir auch persönlich, aber wir hatten jetzt auch Krisen, wo die Kräfte nicht so zur Verfügung waren. Was wir gemacht haben hier im Bayerischen Landtag, den Haushalt im vergangenen Jahr schon erhöht, dass wir wieder aufgestockt haben für den Wohnungsraum, für die Wohnraumförderung. Und in diesem Jahr sind wir bei 1 Milliarde Euro, was wir dann in 2023 für Wohnraum dann auch ausgeben können. 2 Drittel Bayern, 1 Drittel kommt vom Bund. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir auch die Bayern-Labor haben. Die Zinsen haben sich erhöht die letzten Jahre, dass man hier zinsgünstige Darlehen ausreichen kann. Also wir haben einen Bedarf von 70.000 Wohnungen im Jahr und kommen natürlich hier nicht in die Pötte, beziehungsweise die Staatsregierung schafft es leider nicht, ausreichend Wohnraum zu generieren. Man muss einfach das Geld entsprechend einsetzen und bauen, bauen, bauen. Sexualisierte Gewalt unter der Obhut der Kirchen. Ein Dauerthema. Gutachten bringen neue Versäumnisse und Vertuschungen ans Tageslicht und noch immer fühlen sich die Missbrauchsopfer alleingelassen. Ein Antrag verweist nun auf die Verantwortung des Staates und will die Aufarbeitung zur Sache des Parlaments machen. Eine Anhörung aller Beteiligten soll nun im Landtag einberufen werden, um die Aufklärung sicherzustellen. Ja, wir haben den Antrag der Grünen auch hier zugestimmt. Es ist dringend nötig, dass hier entsprechende Prozesse vor allem transparent auf den Weg gebracht werden. Es ist ein höchst bedauerlicher Zustand, dass die Kirche hier wenig transparent ist. Denken Sie nur an die Situation, dass das erste Gutachten von 2010 bis 2019 unter Verschluss gehalten wurde, bis es endlich der Justiz zur Verfügung gestellt wurde. Und das sind unhaltbare Zustände, vor allem den Betroffenen und den Angehörigen gegenüber. Und da fordern wir dringend eine Aufarbeitung. Ich finde es wichtig und notwendig, dass man hier aufarbeitet, dass man konkret aufarbeitet und innerhalb der Kirche die Aufarbeitung noch schneller und intensiver vornimmt. Und vor allem, dass unsere Strafverfolgungsbehörden da auch ganz massiv dann eingreifen. Weil es muss eine Sicherheit sein, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit dann auch lernt. Und vor allem, dass solche Dinge, wie wir es jetzt erlebt haben und wo wir im Rückblick dann sehen, nicht mehr vorkommen.
Bisher hat sich ja die Kirche selber vor allem in der Aufarbeitung versucht und wir sind der Meinung, dass es auf jeden Fall staatlicherseits auch jetzt eine Aufklärung geben muss. Da kann eine Anhörung auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir uns das hier ins Parlament holen mit den entsprechenden Expertinnen und Experten. Und grundsätzlich muss auch die Staatsanwaltschaft sich die Fälle nochmal genau angucken und schauen, wo man strafrechtlich auch von staatlicher Seite noch was tun kann, um eben das Leid der Opfer wenigstens in der Hinsicht zu mildern. Das war's für heute. Plenum TV gibt's nächste Woche wieder hier bei Allgäu TV. Bis dahin, auf Wiedersehen.